herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Herzlich willkommen, den Trainer Gerd Schädlich. Gerd, bitte Ihr Kommentar. Ja, ich denke, dass wir gut ins Spiel gekommen sind. Die ersten 20 Minuten hatten zwei, drei verheißungsvolle Situationen gehabt, aber wie das dann oftmals im Fußball ist, man nutzt sie nicht und im Gegenzug beim ersten Ball aufs Tor liegt man dann 0-1 im Rückstand. War noch anschließend kurzzeitig verunsichert, aber wir haben uns dann wieder gefangen und haben dann kurz vor der Halbzeit aus einer ähnlichen Situation den Ausgleich erzielt. Ich denke, das war nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt. Zu der Halbzeit hat man gesehen, beide Mannschaften wollten den Sieg. Ja, die Duisburger haben nochmal alles versucht, um das 2-1 zu erzielen. Wir haben gut dagegen gehalten und hatten im Umkehrspiel auch 3-4 gute Chancen. Viele bekommt man auswärts nicht, vor allen Dingen bei so einer heimstarken Mannschaft wie Duisburg. Das haben wir leider nicht verstanden, aus diesen Situationen das 2-1 zu erzielen. Und somit denke ich, dass unterm Strich, wenn man die 90 Minuten in Summe betrachtet, das Ergebnis in Ordnung geht. Danke. Dankeschön. Carsten Baumann, bitte. Danke. Ja, wir hätten das Spiel natürlich gerne gewonnen. Ich glaube, dass wir auch genügend Möglichkeiten hatten, noch ein Tor zu erzielen. Ich glaube auch, dass das Tor in der ersten Halbzeit, was abgepfiffen wurde, korrekt war. Aber letztendlich muss man ganz einfach sagen, dass wir heute nicht die Mittel hatten, um uns entscheidend durchzusetzen gegen eine starke Chemnitzer Mannschaft. Man hat gesehen, dass die Spieler ganz einfach körperlich und mental einfach nicht frisch waren. Es waren viele Situationen, die man im Vorfeld hätte lösen können mit einem besseren Stellungsspiel, einem besseren Laufspiel. Und das haben wir heute nicht geschafft. Wir wollten Druck ausüben auf den Gegner mit schnellen Passspielen, mit kurzen Kombinationen. Deshalb haben wir auch im 4-1-4-1 heute agiert, mit Wolz und De Witt in der Mitte. Aber das ist uns so nicht gelungen. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich versucht, den Sieg zu erzwingen. Wir sind das ein oder andere Mal natürlich in gefährliche Konter gelaufen. Aber was ich bewundernswert finde, ist wirklich, wie die Mannschaft trotz aller Widrigkeiten immer noch daran glaubt, dass sie das Spiel gewinnen kann, wie sie immer wieder anrennt, auch wenn sie eigentlich nicht mehr kann. Da kämpft jeder für jeden, da läuft jeder für jeden und alle versuchen wirklich, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das haben die großartigen Zuschauer, die heute auch wieder da waren, auch honoriert. Ich wünsche dem Gerd alles Gute für die nächsten Spiele und wir werden sehen, dass wir die nötige Frische in Erfurt haben. Danke. Gibt es Fragen von Ihnen an die Trainer? Bitte kurz Handzeichen fürs Mikrofon. Wie jedes Mal keine Fragen mehr. Gerd, Ihnen, Ihrem Team guten Heimweg, viel Erfolg. Carsten, dir und uns auch. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke fürs Kommen. Zu Hause vor knapp 15.000 Fans, 1-1 gegen Chemnitz. Das Spiel hätte auch anders laufen können. Wie schätzt du das ein? Wäre da mehr drin gewesen für euch? Ja klar, finde ich schon. Also die haben eine Chance ganz am Anfang gehabt. Dann die Standard, fällt direkt ein Tor, muss ich auf meine Kappe nehmen, ist mein Mann, läuft mir hinten rum weg und tut mir leid, aber ja, so ist es. Danach haben wir weiter Druck gemacht. Ich finde, wir haben die in der zweiten Halbzeit so unter Kontrolle gehabt, leider kein Tor geschossen, aber gut, dann nehmen wir halt den einen Punkt mit und müssen dann im nächsten Spiel wieder an den Dreier landen. Ich denke, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wir wollten das Spiel gewinnen. Gehen jetzt mit 1-1 aus dem Spiel, bekommen ein Tor nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Ist natürlich sehr bitter. Ich denke, Chemnitz war ein starker Gegner. Trotz alledem hätten wir heute schon die 3 Punkte mitnehmen können, einen guten Sprung in der Tabelle machen können. Wir dürfen uns nicht beschweren über diesen Punkt. Chemnitz hatte auch viele, viele Großchancen und so denke ich, ja, ist vielleicht der Punkt sogar gerecht, wenn man ehrlich ist. Ja, so kurz nach dem Spiel bin ich auch noch nicht viel schlauer. Ich glaube, grundsätzlich war heute ein ziemlich komisches Gefühl auf dem Platz. Uns hat, glaube ich, ein bisschen die Frische gefehlt, dann über 90 Minuten, um dann nochmal den Gegner so unter Druck zu setzen, dass sie dann auch mal einen Fehler machen vielleicht. Letztlich, wenn wir dann eine Chance nutzen, gehen wir vielleicht dann noch als Sieger vom Platz. Grundsätzlich ist es irgendwo dann auch ein gerechtes Unentschieden vielleicht. Kurz vor der Halbzeit fiel der Ausgleich. Was habt ihr in der Kabine besprochen? Wie war der Plan für die zweite Halbzeit? Ja, dass wir noch 45
60 Minuten haben, dass wir die Köpfe jetzt nicht hängen lassen sollen und dass wir genauso weitermachen, nur noch ein bisschen mehr Druck wie in der ersten Halbzeit. Warum hat es im Abschluss dann nur einmal geklappt heute und die ganz vielen Chancen wurden vergeben? Ja, ich weiß jetzt nicht, ein, zwei Abseitssituationen, ob die auch abseits waren. Wir haben eigentlich ein paar gute Chancen uns herausgespielt. Der letzte Tick hat gefehlt, ja, aber daran müssen wir arbeiten und beim nächsten Mal, denke ich, wird es besser. Wir haben in diesem Spiel heute, gerade in diesem Heimspiel, den Ball weniger gut laufen lassen als in den letzten Spielen, in den letzten Heimspielen. Wir hatten etwas weniger Laufbereitschaft und dadurch haben wir uns auch aus dem Spiel heraus nicht so viele Chancen erarbeitet, abgesehen von der Schlussphase wie in den letzten Spielen. Und ich denke, daran hat es gelegen. Ja, wir haben zu wenig Laufbereitschaft, zu wenig Kampf vielleicht auch geboten. Ich denke, hätten wir so wie die letzten 10 Minuten gespielt, wäre mehr drin gewesen, aber so sollte es nicht sein. Was nehmt ihr euch vor fürs nächste Spiel? Wie jede Woche 3 Punkte. Also, wir wollen gegen jeden Gegner gewinnen und ich glaube, wir sind auch mit jedem Gegner auf Augenhöhe. Von daher 3 Punkte.